kann. Für viele ist der Badeort an der Côte d'Azur das Symbol von Reichtum und Glamour. Doch zu den Filmfestspielen wird dieses Jahr auch hier gespart. Statt Gänsestopfleber etwa ist bei manchen Zwiebelkuchen angesagt. Wegen der Finanzkrise gibt es Bier und Erdnüsse statt Kaviar und Champagner wie im vergangenen Jahr. Bei einer Fernsehmesse neulich habe ich 60% weniger Umsatz gemacht. Die Yachtverleiher melden weniger Vermietungen für das Filmfestival. Manche Großsponsoren haben sich zurückgezogen. Erwartet werden auch weniger Besucher. Und wer nach Cannes kommt, der bleibt meist kürzer als üblich. Die Zeiten sind vorbei, als die Leute 10, 13 Tage kamen und es Feste mit an die 3000 Leuten gab. Viele Hotels locken ihre Kundschaft mit Rabatten. Doch in der Nobelherberge Martinez sind alle 412 Zimmer während des Festivals ausgebucht. Sogar die Penthouse-Suite für sagenhafte 36.000 Euro die Nacht. Und zumindest Stars dürfte es reichlich geben. Allein bei der Premiere von Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds mit Brad Pitt, Til Schweiger und Daniel Brühl, gedreht in Berlin.